Sehnsucht erwartet, 18.30 Uhr ist schon durch, wir sind heute kurz nach 7 da. Das ist gerade ungünstig, heute ist die Terrasse voll. Wir sind voll in Action hier, schon bei bestem Sonnenschein, unser kleiner Stand, unser Pampeng-Stand. Und die Conny ist gleich dabei mit heißen Klamotten. Ich bin schon bei, Conny. Hallo ihr Lieben, oder ist hier noch gar niemand? Nee, da kamen Nachrichten von einem ganz lieben Mann, der geschrieben hat, warum seid ihr nicht online? Oh, das ist aber schön. Patrick, aber da wird er bestimmt gleich... Patrick? Mhm. Ja, der hat privat gefragt. Ist ja komisch. Ja, ihr denkt... Dankeschön, Patrick. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Danke. Patrick, du hast gerade Patrick angerufen. Patrick checkt das nicht so richtig, ne? Nee, du? Nicht anrufen in der Live-Show. Oh, so. Da ist eine. Annette. Hi, hallo, Annette. Du bist die Erste und du hast gewonnen. Ein Audi A6. Nee, Quatsch. Konzept Blue. Ein Kühlschrank. Ich denke, wir verlosen heute Kühlschränke. Wir haben zwei bis drei Kühlschränke abzugeben, ihr Lieben. Ja. Wenn ihr Bock zwei habt. Bis drei. Kaffee Knatter. Oh, die waren schon mal da heute. Hi, Kaffee Knatter, Jörg oder... Ihr werdet bestimmt schon sehen, wir fangen jetzt mal so ein bisschen an. Wir wiederholen uns vielleicht zum Anfang auch ein bisschen. Hallo Patrick. Patrick. Sehr schön. Der liebe Gerd ist auch dabei. Also wenn es geht, jetzt nicht anrufen. Wir sind heute auf unserer wunderschönen Terrasse in Zinnowitz. Ihr seht schon, Flair ist alles anders als je zuvor. Sonst waren wir ja immer drinnen. Das letzte Mal waren wir ja schon mal draußen. Und heute, wie gesagt, in Zinnowitz. Und wir haben hier was richtig Tolles aufgebaut. Hallo Daniel. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Cornelia. Und wir haben was Tolles aufgebaut, weil wir haben heute ein Pop-Up-Event. Und das haben wir nicht nur heute, das haben wir natürlich auch morgen. Richtig, morgen geht's richtig vorwärts. Und zwar mit einer richtig tollen Marke. Mit einer richtig tollen Geschichte. Die erzähle ich euch natürlich, wenn wir die Looks alle präsentiert bekommen. Love, Joy, Victory. Also das hört sich schon super schön an und da erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Mein Outfit ist natürlich auch schon davon. Ihr seht schon, der wunderschöne gebartigte Pulli, Oversize, ganz lässig. Und vor allen Dingen kann ich sagen, wir haben ja heute aktuell, ich denke mal so zwischen 23 und 25 Grad und man schwitzt überhaupt nicht. Das ist halt das Schöne. Man schwitzt überhaupt nicht in dem Pulli. Das ist so eine schöne Schaut mal, das ist Organic Cotton. Ich zeig's mal ein bisschen höher. Das heißt, schön nachhaltiges Programm, super angenehm auf der Haut. Und ja, bei so sonnigen Tagen denkt man ja, na, wir tragen lieber kurz. Nein, ihr könnt auch lang tragen. Und es ist wirklich super angenehm. Hallo Papa, mein Papa ist auch wieder dabei heute. Moin. Ja, und deswegen, meine Hose seht ihr nachher schon. Aber wir wollen heute mal anders starten, weil ich gehe jetzt mal kurz hinter die Kamera. Und Andi erzählt euch jetzt mal, was er Tolles mitgebracht hat. Er hat ja hier so einen super Stand aufgebaut. Ihr seht bestimmt schon diesen atemberaubenden orangen Schirm hier im Hintergrund. Danke Mutti. Wir müssen aufpassen. Liebe Karin, ganz lieben Dank für diesen fantastischen Schirm. Guck nicht mal zu, Junge. Das gibt richtig Ärger nachher. Und wir gehen jetzt hier mal so. Kommt mal mit. So, ihr Hasis. So, ich darf jetzt natürlich immer so ein bisschen die Einstellung kontrollieren, hat der Andi zu mir gesagt. Und gleich seht ihr wieder den Andi. Da ist er. Ja, die Einstellung ist super. Wir hatten das vorhin schon mal gezeigt. Wir waren vorhin schon mal kurz live. Ich hoffe, ihr hört mich gut mit der Musik. Wir machen euch jetzt mal einen Bier 14 Spritz. Schaut mal hier. Da gibt es den Freund der Bier 14 Spritz. Wie sieht das aus? Das ist ein Bierchen, aber nicht so ein gewöhnliches Bierchen, sondern ein bisschen aufgepäppelt. Ihr passt auf. Bierglas, ganz wichtig. Oh. Viel Eis kommt jetzt rein. Eis. So, das war es noch nicht. Dann gibt es noch ein paar Schachteln Limette. Limette Fresche. So, da könnt ihr natürlich auch zu Hause machen. Was ihr braucht, ganz wichtig, ist Pampel aus Frankreich. Das ist der coole Bruder vom Aperol. Oh, der coole Bruder? Guck mal, da macht ihr natürlich PCL rein. Erzähl mal, warum, wie schmeckt der? Also Aperol kenne ich ja und kennen ja auch genau. Bestimmt viele unserer Zuschauer. Aperol ist ja ein bitterer, der Pampel ist auch bitter, aber eine ganz andere bittere Note von Grapefruit, Zitrone, Yuzu. Hallo Solli, Solli ist da, hey. Und der hat ein ganz anderes Aroma, ein bisschen tiefer, ein bisschen bitterer, aber trotzdem natürlich mit einer kleinen Süße. Ihr braucht noch Zitronensaft. Ich habe hier einen schönen, frischen, Limettensaft habe ich. Da macht ihr so ein Schüsschen rein und dann kommt's. Jetzt kommt's. Ich glaube, jetzt kommt das Bier. Ein Bierchen drauf. Die Flasche ist an. Schaut mal, der sieht ja schon mal atemberaubend aus. Ich zeige euch den schon mal hier so ein bisschen. Schaut mal. Die Farbe. Und das alles wirklich auf unserer Sonnenterrasse in Zinnowitz. Das ist der erste. Die ist für die, die es herb mögen, die ein bisschen Bier mögen und trotzdem kurz Süße und etwas Bitteres dazu. Und nicht zu vergessen, der Bruder. Heute Nachmittag, alle, die zugeguckt haben, ihr habt es schon mal gesehen. Hallo Jacqueline, hallo Stefan. Der Stefan? Der Stefan?
Aber frag nicht wieder, Jasmin ist noch nicht dabei, Andi. Ich hab schon gefragt. Pampel Tonic, ihr kennt ihn auch. Wer bei uns Stammgast ist, der weiß. Hier gibt's einfach easy popeasy. Pampel, wieder den leckeren Bitter. Mit einem kleinen Schuss Tonic. Dann noch ein Spritzer auf Conny. Guck mal hier. So, und das. Schön ein bisschen Obst, ganz wichtig. Wegen der Vitamine im Alkohol, die bleiben ja da immer aus. Hallo, so. Andrea. Andrea ist auch mit dabei. Ja, ihr Lieben. Und das alles kriegt ihr bei uns auf der Sonnenterrasse und das alles bei unserem Pop-Up-Event mit Love, Joy, Victory. Kommt zu uns heute bis Open End, morgen bis Open End. Coole Sounds, tolle Getränke, gutes Essen und natürlich tolle Marken. Und ihr habt ja auch alles schon mitgekriegt. Ich komme mal hier so ein bisschen mit rein. Andi, ich glaube, wir haben ein Gewinnspiel, oder? Erzähl mal. Richtig. Jetzt zeige ich euch mal, was es zu gewinnen. Ich komme mal so ein bisschen wieder mit rein. So, schaut mal, ihr Lieben. Wir haben nämlich die Freunde von Love, Joy und Victory hier. Und die haben uns dieses Unikat mitgebracht. Und dieses Unikat, es ist wirklich ein Unikat, weil ich zeige es euch mal auch so ein bisschen. Das wurde direkt für unser Pop-Up-Event heute hergestellt. Also das ist wirklich atemberaubend. Ihr seht das mit den kleinen Elefanten drauf. Die Geschichte dazu erzähle ich euch gleich. Und es ist wirklich nur für unser Event heute hergestellt worden. Also das könnt ihr gewinnen, indem ihr heute oder morgen zu uns in die Villa Gruner kommt, auf die Sonnterrasse bei cooler Musik, tollen Getränken, die Andi uns zubereitet hat. Und dort könnt ihr in einem Losverfahren diesen fantastischen Pulli bei uns gewinnen. Schaut mal. Love, Joy, Victory. Ihr habt euch bestimmt auch gefragt, Mensch, was heißt das, was bedeutet das? Und zwar, Love, Joy, Victory ist so entstanden, das ist eine Unternehmerin, also eine Powerfrau, ne? Also wir haben ja alle diese Frauenpower und das Unternehmen besteht auch nur aus Frauen. Und dieser fantastische Name ist entstanden, ihr seht das jetzt hier auch einmal, Love, Joy, Victory, weil von der lieben Nicole die Kids genau mit diesem Buchstaben anfangen. Mit L, mit J und mit V. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das Unternehmen besteht aus Frauen und mit Power. Sie sind letztendlich die Stellen in Indien her. Und das Schöne ist, dass das alles sehr familiär, sehr emotional ist. Und sie kennen dort jeden einzelnen Mitarbeiter, der für sie produziert und herstellt. Und ihr wisst ja, Indien ist die Verbundenheit der Elefant. Und deswegen ist das Icon auch der Elefant. Das steht ja für Weisheit, für Stärke. Und genau das verkörpern wir zwei ja. Hätten wir auch mein... ich mehr Stärke, als er. Mein Konterfei mit Connys Lächeln dazu wäre auch eine gute Marke gewesen. Aber es sieht natürlich heiß aus. Ja, super und schön. Und detailverliebt. Sehr emotional aufgeladen, sehr detailverliebt. Schaut mal, überall ist der Icon mit dabei. Der kleine Elefant. Und ich habe jetzt nämlich gerade gesehen, unser Model ist gerade erschienen und zieht sich jetzt für euch natürlich auch um, dass wir natürlich noch viel mehr Looks sehen. Also wie gesagt, dieses Unikat, Andi, komm. Soll ich anziehen? Nein. Unikat zieht Andi natürlich selbstverständlich für euch nachher auch mal an, wenn ihr das möchtet. Also Daumen nach oben, wenn Andi diesen Pulli einmal für euch anziehen soll. Die Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgenommen. Und Andrea, du möchtest gerne live zu uns kommen. Warum, Andrea? Du musst schon vorher sagen, was du möchtest. Wir können ja jeden reinholen, aber... Andrea, stell dich vor, sag uns, was du uns erzählen möchtest, dann darfst du gerne dazukommen. Patrick ist auch wieder am Start. Ja. Sie hat es gesagt, dass... Ja, und was heißt am Start? Sie wollen alle, dass du den Pulli anziehst, mein Süßer. Guck mal hier, Mitarbeiter, ja, ja, nix da. Freund. Nein. So, Andi zieht ihn an, aber das Beste kommt ja immer zum Schluss. Also ihr wartet noch einen Moment und dann wird er sich selbstverständlich diesen fantastischen Pulli einmal für euch anziehen. Um den zu kriegen, den Pulli, den ich nachher anziehe, müsst ihr hier eine Karte reinschmeißen. Das heißt, ihr müsst nach Zinnewitz fahren, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit der Bahn, hierher kommen, ein Aperol trinken, ein Pampel trinken, freudscher Versprecher, dürft eine Karte ausfüllen und Samstagabend um 8 Uhr, um 8 Uhr Samstagabend wird ausgelost und einer gewinnt dieses Unikat. Wenn jetzt noch ein Daumen nach oben kommt, ihr lieben Hasis, ne, breche ich an der Stelle komplett ab. Sehr gut. Sie wollen alle, dass du ihn anziehst. Er zieht ihn an, ich verspreche euch das wirklich. Also ihr hört schon, hier sind wirklich geile Sounds. Und
Die ganze Terrasse ist voll und guckt uns heute auch mit zu. Aber wir dürfen euch das natürlich jetzt nicht zeigen, sonst hätten wir uns ja von allen die Erlaubnis abholen müssen. Ne? Aber hier ist gut was los, also kommt einfach immer noch zu uns. Zu weit weg? Das ist auch keine Ausrede mehr. Wir machen jede Woche Event. Du kannst auch nächste Woche kommen, Heringsdorf. Da geht's ab, und zwar Summer Fashion Festival. Also, Elstermühle, nächste Woche, wir sehen dich hier. Summer Fashion Festival? Wie stelle ich mir das vor? Du. Glaubst nicht. Du. Erzähl mal. Ja. Ihr kennt das Festival. Wir machen ein Festival vor unserem Laden. Das heißt, wir haben einen Steakgrill dabei, wir machen Barbecue, wir haben geile Drinks dabei, so wie heute. Einen kleinen Pool haben wir dabei für die Kinder oder die Erwachsenen zum Planschen. Und natürlich heiße Musik, Liegestühle, alles was ihr braucht, um einen schönen Abend in der Sonne, Usedom-Sonne immerhin, in Strandnähe, im Heringsdorfer Strandkasino zu genießen. Wir sind beide da, machen Quatsch, gehen bestimmt auch mal wieder live mit euch. Mehrmals am Tag, so wie heute auch. Also schaltet ruhig mehrmals am Tag bei uns mit ein. Und bevor das Model kommt, habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp für euch. Schaut euch das mal an. Schaut, was schauen wir uns denn an? Na, pass mal auf, mein Schatz. Ja. Ihr schaut euch gar nichts an. Ihr schaut euch mich an. Und zwar... Pass auf. Oh, nee, da war er wieder. Oh, Vanni ist auch wieder da. Guck mal. Oh, hallo Caro. Caro ist auch dabei. Oh, unser Model kommt. Andi, unser Model ist da. Jetzt ist Schluss mit Ich Model. Möchte aber jetzt gerne hier vorne, ich zeige euch das jetzt einfach mal, kommt mal mit. Wir haben hier nämlich was richtig Tolles aufgebaut. Schaut mal. Ja, ihr seht mich jetzt auch mal vom Nahen. Ja, na, was denkt ihr, wie alt bin ich? Ich bin auch gar kein Schaut Problem. Mal hier. Hallo, die Damen. Hallo, die Damen. So, kleine Einstellung. Conny braucht ein bisschen. So. Schaut mal, hier haben wir auch so ein bisschen was Nettes für euch aufgebaut. Andi, bist du mal so lieb und kommst zu uns und stellst das mal hier so ein, bevor du gar nichts tust? Oder nimmst das so in die Hand, weil ich möchte jetzt gerne mal mein Model präsentieren. Guck mal, die liebe Sarah, die kennt ihr schon alle. Hi. Von der Live-Show mit Rich and Royal. Und jetzt hat sie natürlich auch für euch die coolen Looks angezogen von Love, Joy, Victory. Also Frauenpower ist ein Frauenlabel. Wir können ja mal nachfragen bei der lieben Nicole. Nicole, wenn du jetzt auch mit zugucken solltest, vielleicht entwirfst du auch was für die Herren unter uns. Ne? Vielleicht für ihn hier, der hat es auch wirklich nötig. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ich würde ne? sehr, sehr gerne mal was anziehen. Schaut mal. Seht ihr uns gut? Ja. Sie hören euch nicht mehr, aber sie sehen euch gut. Ich mache mal ein bisschen übersetzen. Fall. Sarah so. Geht ein bisschen dichter mit ran. Sarah hat jetzt ein super tolles Kleid an. Ein sweaty Kleid. Ihr seht schon, es hat Taschen an den Seiten, wo ihr einfach diesen lässigen Look wieder habt. Es geht Sarah bis zum Knie oder ein bisschen übers Knie. Sarah, wie groß bist du? Ungefähr 1,70. 1,70. Also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie das letztendlich bei euch sein wird. Sarah, dreh dich mal wirklich das Kleid mal so ein bisschen. Ja, super schön. Wir kommen mal ein bisschen dichter ran. Wir haben hier vorne auch eine schöne Naht, dass es alles so ein bisschen auflockert. Und jetzt kommt wirklich der Knaller. Bei dem Label Love, Joy, Victory gibt es super schöne Details. Ihr seht auch hier wieder, der Elefant ist mit dabei, ne, der für Weisheit, für Frauenpower steht, für uns Frauen. Schöner floraler Druck mit dran, ist alles handgenäht. Und Sarah dreht sich jetzt nochmal, bevor sie den zweiten Look. Ihr habt unten ein Bündchen. Ich weiß nicht, ob ihr das schön erkennen könnt. Ich hoffe, ihr versteht mich auch alle sehr gut. An den Seiten ein bisschen geschlitzt. Also könnt ihr es auch einfach, wer das so nicht so anziehen mag, kann es auch einfach über eine Jeans tragen, über eine Leggings, über eine Lederhose. Je nachdem, wie es euch gefällt. Und sie hat natürlich wieder, Sarah, zeig mal deine schönen Schüchen. Ne? Die kennt ihr auch noch von Rich and Royal, wo Andi ganz lange gebraucht hat, sie rauszusuchen. Langweilig. Ilse Jakobsen ist auch wieder mit dabei. Unsere wunderschönen Flipflops in Koralle. Kurze Frage, das ist nicht warm für den Strand. Nein, also Sarah kann ja mal sagen, wie sie sich aktuell fühlt. Ja. Natürlich weht jetzt auch ein kleines Lüftchen. Genau. Bei uns weht ja immer ein kleiner Wind. Aber wie vorhin auch schon, es ist wirklich Organic Cotton und es ist wirklich auch ein bisschen erfrischend. Also ich habe den ganzen Tag bei uns auf der Terrasse an, wie gesagt, bei 25 Grad. Und mir war nicht ein einziges Mal warm. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Qualität ausmacht von dem Material. Dass man wirklich, man kann es rund um die Uhr tragen und man ist immer gut angezogen und man fühlt sich halt einfach wohl. Genau, ja. Kann ich bestätigen. Sehr schön, Sarah. Ja. Ganz lieben Dank. Dann freuen wir uns auf deinen neuen Look. Ja. Geht sie noch und ein neues Outfit an? Jetzt, natürlich zieht Sarah noch ein neues Outfit an. Jetzt zeige ich euch aber erstmal meinen Look. Oh, hallo Denise. Oh, ihr schickt schon ganz viele lustige Elefanten. Und das Schöne ist, es gibt in jeder Saison, Nicole macht da für jede Saison einen Elefanten.
Und den haben wir auch da. Und den zeige ich euch nachher mal. Das ist ein ganz, also wirklich, so detailverliebt ist kaum eine Marke. Und deswegen ist uns das ganz wichtig, dass wir genau solche Marken bei uns haben, die wirklich eine tolle Geschichte haben, wo der Hintergrund sehr emotional aufgeladen ist. Und ja, emotional wie hier mit dem Elefanten. Ich glaube, mehr geht einfach nicht. Und dabei sieht es auch noch cool aus. Also ich war ja vorhin kurz eingeschlafen. Hattest du schon erzählt, wie die Bedingungen sind? Hast du das alles schon erzählt? Ja, also die Herstellung ist in Indien, habe ich schon erzählt. Ah ja, und das Schöne dabei ist, dass sie wirklich jeden Mitarbeiter dort persönlich kennen. Das ist ihnen besonders wichtig, dass es auch allen gut geht, dass es positiv einfach ist. Und es sind wirklich alles Frauen. Also eine richtige Frauenbude. Siehst du, und da haben die mal einen Mann in ihren Videos drin, der muss dann noch einen Pullover anziehen, der für Frauen geschneidert ist. Ihr seht schon, das ist hier richtig heiß. Ist ja selten, dass die Firmen, also Fashion hat ja auch einen schlechten Ruf. Hier seht ihr mal wieder eine Marke, die es richtig macht. Ja? Fair, die kennen ihre Mitarbeiter, die kennen ihre Leute, bezahlen die ordentlich, wird immer wichtiger. Ganz ernst der Kontext, und Conny tanzt, als wenn sie auf dem Festival ist. Schaut mal, also wie, wirklich, der Pulli. Bevor sie jetzt weiterquatscht, habe ich für euch noch eine ganz heiße Info für nächsten Donnerstag. Schaut mal hier. Eine Steak-Auktion findet statt. Ihr seht das nicht, weil es sich spiegelt. Nächsten Donnerstag hier im P14 könnt ihr Steaks ersteigern von der Fleischerei Thorsen aus Schleswig-Holstein. Ein 3-Inch Rinderrücken. So groß. In verschiedenen Cuts geschnitten. Hier live auf der Terrasse gegrillt. Mit Musik, mit guter Unterhaltung, Getränken. Und die Steaks werden versteigert. Kein Scheiß. Wir haben 5 Porterhouse-Steaks, vielleicht 6 T-Bone-Steaks. Wer weiß. Wir schneiden die runter, wiegen die aus. Und ihr dürft am Tisch mitbieten. Ich biete 20 Euro für einen Shake Tee. Your Booty. Ich soll mein Booty shaken. Möchte ich richtig überessen. Ihr seid dabei, nächsten Donnerstag, aber ihr müsst live dabei sein. Ihr könnt leider bei Insta nicht ein Steak ersteigern, sondern nur live vor Ort, Pier 14 Terrasse. Wir schreiben es nochmal unten rein. Nächsten Donnerstag, Steak-Auktion im Pier 14. Nächsten Samstag im Strandcasino, Summer Fashion Festival. Und mit Kinderschminken. Freut euch wirklich auch rund um die ganze Familie. Wir machen wirklich mit Pool zum Planschen, für die Eltern, für die Großen, für die Kleinen, seid einfach mit dabei. Und das Schönste ist, eben habe ich mich angehört wie auf dem Rummel, hast du das gemerkt? Alter. Das Schönste dabei ist, auch die Kühlungsborner dürfen sich jetzt freuen. Wir werden im Juli, und zwar, das war der 3. und 4. Andi, ja, erhöhe jetzt den Druck ein bisschen. 2.3. sind wir mit dem Summer Fashion Festival. Oh, wir stehen auf der Straße. Da sind wir in Kühlungsborn. Also alle Kühlungsborner können sich jetzt freuen. Alle Gäste, alle Stammgäste, alle Bewohner dürfen sich freuen. Alle Bewohner von Kühlungsborn, Rostock und ganz Baden-Württemberg freut sich. Also, liebe Denise, du darfst mit deinem Team jetzt richtig Gas geben. Wir kommen zu euch nach Kühlungsborn und lassen auch da wieder den Booty shaken. Inwiefern geben die dabei Gas? Naja, promoten. Achso. Erzählt es all euren Gästen. Es geht ja jetzt so richtig los. Heute sind ja schon viele angereist. Also wie gesagt, ihr seht das ja auch ein bisschen im Hintergrund. Es ist wirklich gut besucht. Und jetzt kommen die Ferien auf uns zu. Also erzählt es allen, dass wir am 2. und 3. live auch in Kühlungsborn sind mit unserem Summer Fashion Festival. SFF. Wir machen das dreimal an 3 Standorten und wir gehen natürlich live bei Insta für alle, die nicht dabei sein können. Denise lässt die Raketen steigen und ja. Sarah hat ein neues Outfit dabei. Go up, bitte. Sarah. Hallöchen. Hi Sarah. So, jetzt hast du ja einen schönen sommerlichen Look an. Ja. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Ja? Die Hose finde ich wirklich schön. Die ist nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Ja, ist eine schöne Länge. Finde ich auch super schön. Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, das ist so ein ganz leichter Aprikot-Ton. Also das ist, wenn ihr das nicht so sehen könnt, sagt Bescheid, dann kommen wir ein bisschen dichter ran. Also wirklich sehr, sehr schön. Und die Details sind einfach wieder fantastisch. Schaut mal hier. Andi, geh mal so ein bisschen an den Arm. Ja, perfekt. Er ist, letzte Woche habe ich euch erzählt, im Strandcasino. Aufgekrempelt, ist einfach so ein bisschen lässig, ein bisschen cooler. Hier ist es wieder von Hause aus gemacht. Also Love, Joy, Victory hat hier den Trend voll aufgegriffen und hat angekrempelt, sogar hier oben mit einem Knopf, damit es auch schön fest ist, damit der Look immer so bleibt. Ist eine schöne überschnittene Schulter, seht ihr auch hier, fällt wieder schön, ist sehr lässig. Und Sarah dreht sich auch mal und hier seht ihr wieder Andi. Mhm. Hier seht ihr wieder den Elefanten, das Icon. Super, super schön. Unten auch wieder so eingerollt, einfach abgeschnitten, deswegen richtig cooler, lässiger Look, einmal noch umsäumt und das rollt sich wieder schön ein und gibt den allen wieder einen perfekten Look. Dann hat sie dazu eine coole Shorts an. Ja, jetzt sehen wir es wieder. Einmal oben mit Gürtel zum Binden,
Ihr seht schon hier, sind auch kleine Falten eingearbeitet, dass es auch wieder so ein bisschen mehr Lässigkeit kriegt. Ihr könnt das, Sarah trägt es jetzt, ich würde sagen, in der Mittelhöhe. Sie könnte es auch noch ein bisschen höher tragen, wenn sie sagt, sie möchte es ein bisschen mehr High-Waist haben, dann wird es natürlich ein bisschen kürzer. Oder ihr könnt es einfach lässig tragen, so wie ich aktuell meine Hose auch trage. Die zeige ich euch gleich mal. Oh, jetzt sieht man das schön, Sarah, dass du Aprikot anhast. Siehst du das? Mhm. Jetzt der Unterschied zwischen weiß und hier sieht man wirklich das Aprikot. Und Sarah ist, ich würde sagen, leicht gebräunt. Und man sieht auch da schon schön, ne? Die Hautfarbe verträgt sich sehr gut. Man denkt ja sonst immer, wenn ich ein bisschen heller bin von der Haut her, kann ich letztendlich sowas Zartes nicht tragen. Ihr könnt es. Ihr könnt es wirklich. Sieht wirklich schön aus und der Sommer geht ja jetzt los. Das Bräunen geht jetzt los und darauf können wir uns alle freuen. Ja, Sarah, dreh dich nochmal. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank. Ich glaube, einen Look hat Sarah noch. In der Zeit zeige ich euch mal meinen Look. Ich glaube, der ein oder andere war ja vorhin nicht mit dabei. Deswegen würde ich jetzt gerne mal meinen Look zeigen. So, schaut mal. Ich habe jetzt eine Hose an. Es ist eine Culotte. Ihr könnt sie tragen so. Moment, was ist Culotte? Schaut mal, Culotte ist so ein bisschen das verkürzte Bein. Das ist so ein bisschen, okay. Ich sag jetzt mal, wenn ihr das Bein unten habt, dass es so ein bisschen in der Mitte ist. Das ist immer so dieses Culotte, dass man den Schuh schön sieht, dass man unten auch wieder so ein bisschen den Fuß, den Knöchel sieht. Und so ist sie normal, wenn ihr sie passgenau. Ich mag es natürlich ein bisschen lässiger. Ich ziehe mir die ein bisschen runter. Und dann ist sie praktisch bis zum Knöchel. Ich habe dazu Birkenstocks an. Die perfekten Schuhe für den ganzen Tag. Schaut mal. Jo, wirklich super bequem. Und du hast einen Elefant auf dem Hintern, ne? Ich habe einen Elefant. Sagt man Hintern? Ja. Yep. Ja, wer den schon immer mal sehen wollte im Internet, das war Connys Hintern. Ja. Mit Elefant drauf. Ja, den Pulli habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Mehr Sommer geht nicht. Ganz leichter Batik-Look. Könnte auch eine schöne Sonne sein. Schau mal, Andi. So eine coole Sonne, da waren, oder? Da waren Künstler oder Künstlerinnen am Werk. KünstlerInnen. Ja. Die Tasche auch von... Die Tasche ist auch von uns. Schaut mal. Das ist meine Handytasche. Weil Handys in der Hosentasche... liebe Frauen, dafür gibt es Taschen. Für Männer okay? Ist in Ordnung. Aber auch da gibt es schöne Taschen. Auch bei uns von EcoAlf. Ne? Gürteltasche ist out. Nee. Könnt ihr auch machen. Ah, okay. Aber das ist ja einfach so ein bisschen der Sommer-Vibe. Schaut mal, hier Perlenkette, super schön. Und das ist nicht alles. Es ist so leichte Kroko-Optik. Seht ihr bestimmt auch, haben wir in 5 Farben. Und es ist immer noch ein anderer Gurt mit bei. Ein kompletter Leder, wenn ihr diesen Gurt nicht mögt, wenn er nicht zu eurem Outfit passt. Oh, ich habe einen Knackpuppen. Oh. Danke, meine liebe V2. Ja, also ihr seht schon, toller Look, ganz in weiß. Und jetzt ist unsere Sarah wieder da und die bringt jetzt wirklich die Sonne auch mit. Schaut mal. Ne, Trendfarbe dieses Jahr, Orange, sehen wir überall und wird uns auch noch im Herbst-Winter begleiten. Und Sarah trägt ein All-Over-Orange. Was ja jetzt sehr modern ist, tragt wirklich Ton in Ton. Traut euch das zu. Ihr könnt natürlich auch alles machen. Ihr könnt jede Farbe mit allem, jedes Muster, probiert euch aus und fühlt euch einfach nur frei dabei. Sarah hat jetzt auch genau die gleiche Hose an, wie ich sie eben anhatte. Und ihr seht schon, bei Sarah ist es ein ganz anderer Look. Sie trägt sie, ich würde jetzt einfach mal sagen, normal. Nicht ganz so tief, so ganz so lässig, wie ich es trage. Sieht aber schön aus, geht ihr oberhalb des Knöchels. Ihr habt ja noch, bestimmt wart ihr sehr aufmerksam dabei, wie groß Sarah ist. Und dazu trägt sie, und das ist jetzt wirklich, da merkt ihr wieder, wie detailverliebt Love, Joy, Victory ist. Also es ist nicht nur der Elefant, das Icon, was es hermacht, sondern es ist wirklich viele unterschiedliche Details. Schaut euch mal diesen, Sarah, komm mal ein bisschen, ich möchte dich nicht so, schaut euch mal das an. Es sind wirklich am Ärmel und ein schönes Bündchen, damit es auch eng ist und es ist einfach gerüscht. Es ist wirklich ein Traum. Schaut euch mal an, wie schön so ein, ich sag jetzt mal, sportliches, cooles, lässiges Teil gleich wirken kann. So ein bisschen feminin, so ein bisschen eleganter, hier einfach mit schönen Rüschen und auch hier ist natürlich wieder der Elefant. Sarah Koppi, ja, das macht sie schon ganz toll. Hier ist auch wieder unser Icon, der Elefant, mit dabei, der für Frauenpower steht. Hallo Doreen. Doreen ist auch mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, wir lauter sprechen sollen oder ihr noch was anderes sehen wollt, nochmal Looks von vorher, die Sarah anhatte, die ihr vielleicht nicht so richtig mitgekriegt habt, sagt einfach Bescheid. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Sarah, welche Größe trägst du denn überhaupt? Ich glaube, darüber haben wir heute, ich mache mal hier so ein bisschen hoch.
damit wir beide einfach wieder besser zu sehen sind. Sarah. Ja, ich trage, glaube ich, bei allen Teilen die XS und S. Genau, das ist nämlich bei Love, Joy, Victory ist es so, bei, ja, ich sag jetzt mal sehr vielen Teilen, nicht bei allen, dass die immer Doppelgrößen haben, also XSS, ML. Dann gibt es natürlich auch normale Teilchen wie Shirts, die dann wirklich in XSS, ML, so wie ihr das auch kennt. Aber sie doppeln die Größen sehr, weil sie einfach auch den Sachen so ein bisschen diese Lässigkeit geben wollen. Also viele Frauen, die es sonst eher so figurbetont mögen, traut euch mal, auch was Weites zu tragen, auch weit auf weit. Und hier ist es einfach so, dass dieser ganze Look einfach mehr Lässigkeit bekommt. Und das ist, ja, tolle Farbe, finde ich auch. Das ist so ein Korallton. Ich hoffe, ihr seht den ganz gut. Ich meine, ich spiele ja alle Töne in meinem Pulli. Und Sarah hat hier jetzt wirklich einen schönen Korallton an. So leicht Korall, Orange, ein bisschen blass, ein bisschen ausgewaschen. Und das alles Organic Cotton und wirklich sehr emotional. Also die Geschichte, das ist mir uns auch super wichtig, dass wir wirklich immer diese Geschichte dabei haben. Dass wir wirklich, was wir uns für uns und für unsere Gäste nur das Beste, und deswegen ist uns das ganz wichtig. Organic Cotton, tolle Geschichte, Frauenpower, tolles Icon, tolle Details. Und auch an den Hosen unten, Sarah. Ich mach mal so ein bisschen, ich heb dein Beinchen und darfst dich auch wieder bei mir festhalten. Schaut mal, hier unten, das ist auch wieder so ausgefranst. Ich hoffe, ihr seht das. Also einfach abgeschnitten. Wenn ihr jetzt zu Hause auch was habt, wo ihr sagt, das ist eigentlich eine Schrankleiche oder das würde ich so nicht mehr tragen, schneidet unten einfach ab. Weil ihr seht ja, man kann alle Längen tragen, ne? Ob bodenlang, ob bis zum Knöchel oder oberhalb, oder macht eine kurze Hose draus. Und das nicht nur bei Sweaty, sondern macht es auch bei Jeans. Alles das, was ihr nicht mehr tragt, gebt allen eine zweite Chance und nehmt einfach eine Schere, so mache ich das auch ganz oft, und verändert einfach eure Teile. Gibt allen die Möglichkeit, dass sie nochmal richtig so aus sich rauskommen und dass sie den Sommer 21 mit euch letztendlich auch genießen dürfen. Sarah, hast du schon mal was verändert? Ja, ich habe mal eine kurze Hose aus einer langen geschnitten, also nichts Spektakuläres, aber... Und ziehst du die noch gerne an? Passt nicht mehr. Sie passt nicht mehr. Sie ist Sarah selbstverständlich zu groß. Ja, ganz lieben Dank, Sarah. Schön, dass du da warst. So, und die Überraschung ist natürlich jetzt vorprogrammiert. Ich möchte euch noch mal kurz sagen, das Gewinnspiel. Der liebe Andi löst jetzt gerade schon das erste ein, was er versprochen hat für euch. Und zwar unser Gewinnspiel. Also, na, er sieht schon schön scharf aus mit den Elefanten. Ach, Zucker ist er. Schaut mal, geh mal ein bisschen weiter zurück. Also dieses schmucke Teilchen, also nicht den Mann, sondern den Pulli, ja? So würde ich aussehen, wenn ich schlank wäre. So, schaut mal, das könnt ihr bei uns wirklich gewinnen. Also kommt zu uns, kommt heute noch zu uns. Wir sind noch sehr, sehr lange für euch da. Ihr könnt hier die tolle Musik genießen. Ihr könnt hier coole Drinks, die Andi für euch vielleicht auch in dem Pulli mixt. Wo bleibt Andi? Doreen. Ja, hier ist er. Ihr Lieben, der Pulli ist vorgetragen. Ihr wisst, was das heißt. Das ist nicht irgendein Pulli, der ist jetzt ein Unikat und vom Unikat vorgetragen. Und ihr wisst ja so, viele Künstler und Stars da draußen verkaufen ja auch manchmal ihre Teile. Das kennen wir so von Fußballern. Ich verkaufe schon mal meine Teile und werde irgendwann Künstler und Star. Denkt an meine Worte. Ihr könnt euch jetzt Autogramme sehen. Katharina Tagheri, Junge. Schlüssel ist wieder da, schön. Ja, also dieses Teil könnt ihr wirklich gewinnen. Also kommt zu uns, genießt die Zeit mit uns. Morgen bis wirklich Open End. Ihr findet bei uns ein tolles Plätzchen. Ihr könnt bei uns... Mein Rüssel wollt ihr sehen, wa? Ja, hier. Ihr könnt es wirklich mit uns und bei uns genießen. Und wenn ihr auch die Mädels von Love, Joy, Victory kennenlernen wollt, sie sind morgen den ganzen Tag hier bei uns und unterstützen uns dabei, bringen gute Laune mit, gute Vibes. Wir sind ganz schön eng gerade, Conny. Wir tanzen, aber wir sind ja beide immer eng. Hier so eine nette Dame isst hier ein leckeres Softeis. Ich hoffe, es schmeckt. Sehr lecker. Sehr lecker. Also kommt zu uns. Gut, wir haben genug Platz. Kommt vorbei, trinkt was. Wir würden sagen, wir machen jetzt ein bisschen weiter hier an der Bar, weil die Leute schreien nach Pampel. Conny danzt noch ein bisschen aus und dann sind wir weg und sagen tschüss, bis nächste Woche. Steak-Auktion am Donnerstag im Pier 14 in Zinnowitz. Summer Fashion Festival am Samstag im Strandcasino. Ja, und sonst die ganze Woche hier im Pier 14. Also bringt die Bademode mit nächsten Samstag, sondern wir bauen für euch den Pool, den wir noch nicht haben, auf. Yes! Wir legen uns die Hürden. Also wir geben richtig Gas. Pool besorgen. Bam! Bam! Also hier, schaut nochmal. Andi, dreh dich nochmal. Zeig dich. Mit geilen Applikationen.
wünschen wir euch einen wundervollen Abend. Conny tanzt sich aus. Bis nächste Woche. Mittwoch wieder, merke ich mir, bei Pier 14. Gibt es wieder heiße Stuff. Und wie bereits 80 Mal erwähnt, gibt es eine Steak-Auktion nächste Woche. Tschüss. Sehen immer gut aus, Beate. Wir sagen jetzt tschüss, sonst hört sie nie auf. Sie hört nie auf. Tschüss.